Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Und Sie sehen es, wir haben ein Auto mit hier reingeräumt. Ja. Sie sehen dahinter auch die verschneiten Berge. Denn das ist das, was uns momentan am meisten beschäftigt. Es ist kalt. Gestern Abend, als ich hier aus dem Sender kam, war mein gesamtes Auto zugefroren. Ja. Und ich musste nur das kleine Stück nach Hause. Und ich dachte mir, oh nein, jetzt musst du kratzen. Oder? Alles ist eingeeist. Heute Morgen, als ich wieder hier zum Sender gefahren bin, alles zugeeist. Und ich dachte mir wieder, oh. Ich bin mit den Händen am Lenkrad kleben geblieben. Ja, oder? Gestern Abend, so kalt. Wahnsinn, oh, oder? Gott. Also es ist schon grenzwertig mitunter. Der Winter hat meines Erachtens gerade erst angefangen. Also wir sind im Temperaturbereich um die 0 Grad. Wenn wir da mal bei minus 5, minus 6 gekommen sind, da wissen Sie erstmal, was da die Stunde geschlagen hat. Da leidet natürlich so ein Auto drunter, da leiden die Menschen drunter. Und wir möchten in dieser Stunde zeigen, wie Sie das ganz einfach umgehen können. Wie Sie nützliche kleine Helfer einsetzen können, die Ihnen ganz einfach den Ärger der Kälte und den Ärger des Winters ein Stück weit erträglicher werden lassen. Ja? Schöner Artikel mit dabei. Und gerade der erste Artikel ist genau das Richtige, was man gebraucht. Brauchen kann, wenn es draußen biestig kalt ist. Ja, ne? Wenn einem so kalt ist und man so am Frieren ist, dann kann man sich ganz leicht kuschelig warm machen. Und zwar mit einem tollen Gerät, das ihren Puppe und ihren Rücken wärmt. Und ganz viele Autos, so wie auch meins, die haben ja sowas nicht verbaut, weil das einfach unglaublich teuer ist, wenn man das als Ausstattung in der Grundausstattung ist es als Zubehör schon sehr, sehr teuer. Die Rede ist natürlich von einer Sitzheizung, das ist klar. Meistens hat man es auch so, dass man erstmal eine Lederausstattung braucht, um die Sitzheizung überhaupt reinpacken zu können. Das alleine sind schon ein paar tausend Euro, je nach Fahrzeugmodell, und das kann und möchte sich nicht jeder leisten. Jetzt haben wir eine tolle beheizbare Sitzauflage zum Nachrüsten. Natürlich super, auch wenn Sie das Auto mal irgendwann verkaufen, nehmen Sie die Sitzauflage, die Heizung also ganz einfach mit, auch mal für einen Leihwagen oder für das Auto Ihrer Gattin zum Beispiel. Und wie das gemacht wird, wollen wir ganz einfach zeigen. Ja, das schauen wir uns mal an. So, ich gehe schon mal zum Auto rüber. Wir gucken uns das mal gerade im Filmzuspieler an. Unsere Kollegin hat das hier schon mal für Sie eingesetzt. Sieht man ja, wie einfach das geht. Und das ist wirklich denkbar einfach. Das sind ein, zwei Handgriffe, dann hast du schon mal, da hast du die Sitzauflage schon integriert. Zumal du also hier nichts an der Karosserie verändern musst. Du musst also nichts bohren, nichts schrauben, nichts kleben und gar nichts. Du hast hier diese flexiblen Gummielemente, die du ganz einfach hinten über den Rückenteil des Sitzes spannst. Vorne noch zwei Möglichkeiten, das Ganze festzumachen. Und dann ist das Ganze auch schon ordentlich fixiert. Schön sehen wir hier gerade auch im Bild die Fernbedienung. Du hast ja zwei verschiedene Temperaturstufen, also entweder etwas moderat, ja, weil du schon ein bisschen unterwegs warst und trotzdem einen warmen Popo brauchst. Oder morgens, wenn es dann richtig kalt ist, auch im Auto, ist das genau die richtige Temperatur, die Sie richtig, brauchen. Wenn du das sagst, wenn ich wieder daran denke, dass ich raus muss. Aber jetzt hier mit der Sitzheizung, und es geht ja so einfach. Schau mal, fangen wir mit dem oberen Teil an. Aha. Das reicht ehrlich gesagt auch schon. Ich habe sie also auch schon bei meiner Frau im Auto integriert. Ich habe eine Sitzheizung bei mir drin. Die war schon eingebaut, als ich das Auto gekauft habe. Ganz einfach nur quasi drüber ziehen. Mal gucken, Moment, da, der hängt am Griff dran, am Blick. So, da haben wir's. Ja. So, Kinderleicht. Und schon passt es. Ist übrigens wurscht, ob Sie einen normalen Autositz haben oder vielleicht auch einen etwas sportlicheren Sitz. Da gibt es ja verschiedenste Varianten. Diese Sitzauflage passt immer, weil sie sich hervorragend der natürlichen Sitzposition, also der natürlichen Sitzgestaltung, schon anpassen kann. Strom brauchen Sie übrigens auch nicht großartig darüber nachzudenken, denn Sie verbinden diese Matte ganz einfach mit dem 12-Volt-Zigarettenanzünder in Ihrem Fahrzeug. Und falls Sie da sagen, oh, da ist aber schon der Stecker besetzt durch meine Automobilkamera, oder durch irgendwelche anderen technischen Geräte im Fahrzeug, werden wir Ihnen gleich noch eine tolle Adapterlösung zeigen, wie Sie aus einem 12-Volt-Stecker gleich drei 12-Volt-Stecker machen können. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Schau mal hier, wie einfach das funktioniert. Einfach hier in dem Fall in die Mittelkonsole, in den 12-Volt-Stecker. Dann hast du den Strom über die Bordelektronik des Fahrzeugs. Und jetzt kannst du dir die Temperatur aussuchen und hast innerhalb von Sekunden einen schönen, wohlig-warmen Popo und bitte auch einen schönen, wohlig-warmen Rücken. Das muss man auch dazu sagen. Ja? Kuschelig, oder? Wahnsinn. Weil wenn man so richtig friert, dann kann man sich ja auch nicht aufs Autofahren konzentrieren. Ne? Das muss man ja aber sagen. Gerade wenn ich dann so am Frösteln bin, dann sitze ich da einmal drin. Du hast es gesagt, das Lenkrad ist so furchtbar kalt. Dann versucht man das anzufassen. Dann ist man verkrampft. Oh Gott, das ist doch furchtbar. Da passieren doch auch Unfälle. Definitiv. Es geht schon los hier. Den gerade eingesteckt, gerade mal auf niedere Temperatur gestellt. Das reicht mir jetzt in diesem Zusammenhang ehrlich gesagt auch schon. Und das geht schon los. Und schon wird mein Popo ordentlich warm, mein Rücken wird ordentlich warm. Und so kann ich auch mal, auch wenn es kalt ist draußen, für mich erstmal ohne diese dicke Jacke hinterm Steuer sitzen. Sie wissen, wie ätzend das ist, wenn Sie mit so einer dicken Daunenjacke hinterm Steuer versuchen, mal rückwärts einzuparken. Da siehst du nichts mehr und kannst dich nicht bewegen. Legen Sie die Jacke hinten rein, machen Sie die Sitzheizung an, dann haben Sie es trotzdem ordentlich warm und sind auch noch beweglich und können besser rangieren damit. Ja? Ich glaube, unseren Kunden gefällt es auch, Kathi. Ja, wir haben eine tolle Kundenmeinung, die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Das freut uns ja immer, wenn Sie uns schreiben. Hier, da schreibt uns der Jochen.
einfache Montage, zwei verschiedene Temperatureinstellungen wählbar, perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis, Top-Produkt. Ja, Jochen, da sind wir ganz bei dir. Für 28,41 Euro hast du recht. Das ist ein Top-Produkt. Und bitte auch gleich zwei bestellen. Denken Sie an Ihren Beifahrer. Bitte, auch der möchte es kuschelig warm haben. Auch der möchte entspannt fahren und auch dann sicher ankommen. Glauben Sie, meine Herren, was Sie sich anhören, wenn Sie sich eine schöne Sitzheizung gönnen zum Nachrüsten für keine 30 Euro und am nächsten Morgen Ihre Gattin neben Ihnen einsteigt und die fröstelt neben Ihnen, dann möchte ich nicht in Ihre Haut stecken. Deswegen am besten gleich zwei bestellen, für den Fahrer natürlich, egal ob Sie das sind, oder Ihre Gattin und selbstverständlich auch für den Beifahrer. Eine Sache möchte ich aber bitte noch erwähnen. Moderne Fahrzeuge haben häufig, also auch mal einen Seitenairbag, der ist ja häufig also hier vorne im Sitz drin oder hier oben in der entsprechenden Säule drin verbaut. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sie müssen die Airbags also nicht ausschalten. Sie können sie ganz normal lassen, das ist ein Sicherheitsaspekt und die Airbags im Fahrzeug, egal wo sie positioniert sind, werden durch die mobil einsetzbare Sitzauflage also in keinster Weise beeinflusst. Ich finde es einfach toll, denn normalerweise, wenn du jetzt hier als Sonderzubehör dann hier im Autohaus sagst, packen Sie mir die Sitzheizung auch noch rein, ja, gut und gerne 2.500 Euro, wenn Sie das Auto wieder verkaufen, sagt der Nächste Dankeschön, aber großartig bezahlen möchte ich es dir nicht und Sie bleiben auf den Kosten sitzen. Die Matte nehmen Sie ganz einfach raus, packen die ins neue Auto wieder rein und die sieht dann auch richtig klasse aus dabei. Ja? Bleibt dann noch ein Schutz für das Polster auch noch mit dabei und das Ganze bei angenehmem warmem Popo und natürlich auch bei angenehmem warmen Rücken. Das geht richtig ab hier gerade. 28,41 Euro, was für ein fantastischer Preis für eine tolle Sitzheizung. Sie sehen sie mit diesem tollen Stecker für den Zigarettenanzünder mit der Bestellnummer NC 5475 und der 569 kommt der zu Ihnen nach Hause und dann können Sie angenehm, wohlig, warm fahren. Sie fahren sicher, weil Sie nicht mehr verkrampfen, das ist uns wichtig. Und haben dieses schicke, sportliche Design hier. Schauen Sie sich das an. Ganz, ganz toll. Und für den Wahnsinnspreis, da greift man jetzt direkt zu. Einfach anrufen mit der 0180 51 51 dreimal die 2. Können so. Sie dann bestellen. Und dann geht's los. Und der Herr Ruland steigt jetzt hier schon wieder ein. Ja. Der fährt gleich wieder los. Was machst du jetzt? Wir haben jetzt unseren Kfz-Batterietester, den wir unseren Zuschauern vorstellen möchten. Denn, liebe Zuschauer, man muss ganz klar sagen, so ein Auto leidet bei Temperaturen. Ich sag mal, auch Technik leidet bei diesen strammen Temperaturen, gerade auch mitunter im Minusbereich. Auch so ein Handy zum Beispiel verträgt diese Temperaturen gar nicht unbedingt. Und gerade auch so eine Autobatterie, quasi das Herzstück eines Fahrzeugs, wo die ganze Energie für die Bordelektronik und alles generiert wird, ist ein sehr sensibles Gebilde, um es mal vorsichtig auszudrücken. So wie das bei normalen Batterien eben auch, gerade bei den Kurzstrecken. Ja, die 2-3 Kilometer bis zum Büro, bis zum Bäcker, bis zur Tankstelle, dann immer wieder an und wieder aus und dann leidet die Batterie. Jetzt weiß man nicht so wirklich, wenn das Auto nicht anspricht, woran kann es denn liegen? Oder ist die Batterie auch überhaupt noch so intakt, wie ich mir das wünschen möchte oder wie ich mir das vorstelle? Ich bin kein Fachmann für Kfz-Batterien, Kati, aber einen Stecker, eine Adapter-Steckerlösung in einen 12-Volt-Stecker reinzupacken, das kriege ich noch hin. Und jetzt kann ich ganz einfach mit einem einzigen Blick ablesen, wie der Ladezustand meiner Autobatterie aussieht. Da muss ich kein Kfz-Mechatroniker sein, um das zu erkennen hier. Ne? Hier sehen wir es einmal. Das geht kinderleicht reinstecken und schon sehen Sie die Prozent da angezeigt. Und man muss ja das auch mal überprüfen. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich machen sollte, wenn meine Batterie leer ist, wie ich das irgendwie überprüfen könnte. Ich werde dem Ganzen hilflos ausgeliefert quasi, wie Sie vielleicht auch zu Hause. Und deshalb können Sie hier einfach für kleines Geld, 9,41 Euro, sich diesen Batterietester nach Hause holen. Weil gerade jetzt im Winter, du hast es erstmal gesagt, die Kurzstrecken, die ich fahre, das ist ein ganz wichtiges Thema. Zur Arbeit, zurück, einfach nur eine Kurzstrecke. Das nimmt dem Auto ja schon sehr viel Energie. Und dann zum anderen dann die vielen Sachen, die ich anhabe. Den Scheibenwischer, die Heckheizung, die Heizung vom Auto, Radio noch dazu und. Man hat ja viel mehr Dinge an im Auto, die Energie von der Batterie saugen. Und da muss ich ja mal überprüfen, wie der Ladestand ist. Und das ist eben ganz praktisch, vor allen Dingen, wenn du das mehrmals getestet hast und Ihnen das häufiger über den Winter verteilt passiert, dass so ein Auto mal eben nicht anspringt. Man muss dauernd dann die Batterie irgendwie überbrücken. Scheint irgendetwas mit der Batterie nicht mehr zu stimmen. Vielleicht hat das Auto schon 2-3 Jahre auf dem Puckel, schon ein paar Kilometer drauf. Dann leidet so eine Batterie natürlich. Und irgendwann ist so eine Batterie auch mal hinüber. Die bittere Pille müssen Sie vielleicht schlucken, um eine neue Batterie zu kaufen. Bevor Sie das aber tun, gerne. Bevor Sie aber dann losziehen und für teures Geld eine neue Batterie kaufen und die auch noch einbauen lassen, das kostet auch noch mal ein paar Euro, testen Sie sie erst ruhig
natürlich mal ein paar Tage hintereinander. Und dafür brauchen Sie eben diesen praktischen Batterietester. Übrigens ist es immer ein bisschen blöd, weil der 12-Volt-Zigarettenanzünder bei unterschiedlichsten Fahrzeugen immer unterschiedlich angeordnet ist. Schauen Sie mal. Deswegen hat unser Stecker jetzt hier also auch dieses Knickgelenk in der Mitte, sodass man das jederzeit so positionieren kann, wie es passt. Also auch wenn mal ein Handbremsehebel oder ein Schalthebel dazwischen sein sollte, kann man es immer noch super positionieren. Das zum einen im digitalen Bereich die Prozentangabe über den Ladezustand Ihrer Autobatterie. Wir haben aber auf der Rückseite noch mal ein weiteres Highlight mit integriert, und zwar eine LED-Beleuchtung. Da sind drei kleine LEDs mit drin, so eine Art Zusatzbeleuchtung, auch noch mal für den Fahrzeuginnenraum, auch mal für den Beifahrer von mir aus bei einer langen Fahrt oder wenn du im Stau stehst oder was, kannst du da ohne weiteres mal in eine Zeitschrift reinblicken und musst nicht dauernd immer das große Licht anmachen. Ja. Und auch hier haben wir einen Kundenbeitrag, den schauen wir uns selbstverständlich gerne an. Aus Leipzig, für die schnelle Kontrolle an kalten Tagen ideal. Und etwas Zusatzlicht kann auch nie schaden. Ja, recht hat er. Ja, einfach formuliert, aber recht hat er. Genauso, ja, 9,41 €, das ist perfekt. Ja, also es ist wirklich absolut perfekt. Also ganz ehrlich, wir haben hier mittlerweile schon Tausende von diesem Kfz-Batterietester rausgeschickt. Meine Frau hat übrigens auch einen im Auto. Ja. Ich habe mir auch einen ins Auto reingelegt, um einfach zwischendurch mal eben kurz zu gucken. Das ist sogar ganz interessant, wenn Sie von mir aus mal so bei ungefähr 70-75% der Batterie angekommen sind und fahren dann mal ein paar Kilometer über die Autobahn auch mal etwas schneller und testen dann am Ende der Fahrt nochmal, dann hat sich die Batterie auch wieder aufgeladen. Da mal dieses Ladeverhalten einer Batterie auch mal zu kontrollieren, ist für einen technikaffinen Menschen durchaus interessant und nützlich, gerade jetzt im Winter bei den Temperaturen. Nochmal, da leidet so eine Batterie, und bei 31%, wow, da wird es schon langsam knapp jetzt hier. Aber schau mal, einfacher kannst du es da wirklich nicht mehr ablesen. 9,41 € mit der NC5595 und der 569 können Sie bestellen. Unser toller Batterietester mit der super hellen LED-Lampe noch dabei gehört einfach bei Ihnen zu Hause mit in die Garage oder mit ins Auto, direkt ins Handschuhfach, damit Sie einfach mal überprüfen können. Ne? Ganz wichtige Sache, ein kleines Geld, 9,41 €, das gibt man gerne mal aus, um die Batterie dann dementsprechend zu kontrollieren. Und mit der Kontrolle der Batterie geht es auch direkt weiter, denn oft ist die Batterie schneller leer, richtig, Carsten? Es ist leider so, gerade jetzt im Winter bei den strammen Temperaturen, gerade auch bei den Minustemperaturen, da kannst du schon fast zugucken, wie die Batterie quasi an Leistung verliert. Ist ein bisschen übertrieben, wie ich das darstelle. Aber das Doofe ist, wenn so eine Batterie einmal komplett runter ist, dann ist es mitunter also auch schon fast ein Stück weit zu spät, dann ist sie normalerweise komplett hinüber. Und um das zu verhindern, gibt es, und das kennen die Herrschaften, die zum Beispiel mit einem Saisonkennzeichen unterwegs sind, die auch mal ältere Fahrzeuge mit einer Historiennummer zum Beispiel in der Garage stehen haben, die kennen das seit vielen Jahren. Die bauen dann ganz gerne die Batterie aus, lassen die ganzen Schmierstoffe und so weiter raus und rüsten das Fahrzeug dann für die beginnende Saisonzeit wieder hoch. Den Aufwand können Sie sich sparen. Lassen Sie die Batterie bitte an der Stelle, wo sie ist. Sorgen Sie nur bitte einfach dafür, dass auch gerade bei einer etwas längeren Standzeit oder gerade auch bei diesen Temperaturen die Batterie immer mit einer Grundenergie versorgt wird. In dem Fall reden wir von 85 mA, und die wird geliefert aus diesem tollen Solarpanel hier. Sieht im ersten Moment etwas unspektakulär aus, so ein bisschen wie ein Frühstücksbrettchen jetzt hier, aber das ist ein schönes, großes Solarpanel und fängt natürlich damit die Sonnenenergie ein und versorgt über die passende Kabellage, die natürlich ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist, Ihre Autobatterie die ganze Zeit mit einem gewissen Mindestmaß an Strom, sodass die Batterie gar nicht mehr leer laufen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto nicht mehr anspringt, ist damit schon fast gegen null. Grundsätzlich können Sie das Auto immer starten, auch wenn die Batterie schon ordentlich entladen ist. Alles andere, die weitere Energie für das weitere Aufladen der Batterie entsteht natürlich dann, wenn Sie weiterfahren über die Bordelektronik und über die gefahrenen Kilometer, lädt sich natürlich so eine Autobatterie dann auch wieder auf. Möchte ich Ihnen ganz gerne mal zeigen, wobei du mir einen, doch, da ist er, einen Stecker unterschlagen. Das hast du gar nicht, der ist mir daneben gerutscht. Mal, denn Sie haben zwei verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Sie haben zum einen, wenn Sie den Aufwand betreiben wollen, die Motorhaube aufmachen, die beiden Krokodilsklemmen hier für den Plus- und den Minuspol Ihrer Batterie. Sie können das Teil also auch jederzeit an die beiden Pole der Batterie klemmen. Wer das nicht möchte, hat noch einen wesentlich komfortableren Zugang zur eigentlichen Autobatterie. Und diesen Anschluss, den haben wir gerade schon kurz kennengelernt. Ich weise Sie mal darunter. Das ist nämlich hier der Anschluss für den 12-Volt-Stecker in Ihrem Fahrzeug selber. Müssen Sie noch nicht mal die Motorhaube aufmachen. Sie machen einfach Folgendes.
Sie packen das Teil an den 12-Volt-Zigarettenanzünder ran und legen ganz einfach dieses Solarpanel hier oben an der Windschutzscheibe aufs Armaturenbrett. Ja? Stellen Sie das Auto bitte nicht in die Garage, machen die Tür zu, dann ist dunkel, da kann sich gar nichts aufladen. Stellen Sie das Auto raus, bei ganz normalem Tageslicht wird jetzt hier Ihre Autobatterie permanent mit maximal 85 mA Strom versorgt. Das heißt, die Batterie kann nicht mehr komplett leer laufen. Das reicht immer locker aus, um das Fahrzeug zu starten. Alles andere passiert dann eben mit den gefahrenen Kilometern auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Schule, wenn Sie die Kinder abliefern. Eine ganz, ganz tolle Geschichte hier und finde ich schön dezent gemacht in diesem Schwarz und nimmt dir die Sorge ab, dass so eine Autobatterie komplett runter, runtergeht. Gerade auch, vielleicht nicht nur beim Auto, aber auch zum Beispiel beim Wohnwagen dann oder beim Boot. Ja. Das geht ja für alle Batterien, so ein oder? Wohnwagen steht locker mal ein halbes Jahr. Ja, du fährst da mit 2, 3 Wochen oder was im Jahr in Urlaub, vielleicht im Herbst noch mal eine weitere Woche. In der Zwischenzeit steht der Wagen und jedes Mal willst du die Batterie ausbauen, die Schmierstoffe rauslassen und alles. Nee, lass die Batterie drin, sorg dafür, dass sie eine Grundspannung erhält, ja, über den kompletten Zeitraum hinweg und dann hast du auch das Problem nicht mehr. Wenn du den Wagen dann nutzen möchtest, dann startest du den Wagen, als wenn nie was passiert wäre. Also vielleicht auch für LKW-Fahrer ideal. Kannst du übrigens auch nicht nur an der 12 Volt, auch an der 24 Volt Steckdose, beispielsweise auch bei den LKWs oder auch bei den Sprintern und dergleichen, je nachdem, was da für Stecker drin sind, passt das also auch da locker ran. Aber auch so ein LKW ist auch so ein Ding. Wenn der mal ein paar Wochen nicht benutzt wird, dann steht der irgendwo auf dem Parkplatz, ja, und da ist nochmal ein ganz anderes Kaliber an Batterie fällig. Das sind immer ganz andere Kostennoten. Hier versorgst du also auch eine Batterie von einem LKW jederzeit mit einer Grundspannung. Das heißt, die Batterie kann nicht leer gehen. Das heißt, dementsprechend geht sie nicht wirklich kaputt. Im Laufe der Jahre durch die Benutzung, ja, aber nicht mehr durch die Entladung. Und dann haben Sie Ruhe, dann starten Sie das Fahrzeug und dann geht die Reise los. Na? Sie haben es gehört, also ideal für Auto, aber auch für Wohnwagen, für Boot, für LKW, also für diese 12-Volt-Batterien ideal, damit Ihre Batterie quasi immer bei bester Laune bleibt. Eine ganz tolle Sache für 18,91 Euro, also auch hier für kleines Geld. Also gerade wenn Sie vielleicht einen schönen Wohnwagen haben, Wohnmobil irgendwie oder auch ein Boot, wo Sie wissen, oh, ich bin mir unsicher mit der Batterie. Das geht jetzt so einfach mit diesem, ja, tollen Solarpanel. Ha? So kommen Sie gut durch den Winter, durch die kalte Jahreszeit hier mit unserem Solarbatterieschutz. Hier die Bestellnummer, die PE5719 und die 569. Greifen Sie zu. Das ist was ganz Tolles. Stellen wir hier, glaube ich, auch zum ersten Mal vor. Also ich habe es zumindest noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber es ist ja clever. Gerade denke ich mir für die Besitzer halt von einem Wohnmobil, einem Wohnwagen oder auch, wenn man halt, wie du sagst, ein zweites Auto hat, welches, ja, man nicht so oft benutzt. Ja, ganz genau. Also gerade die Jungs, die das Historienkennzeichen haben, die von mir aus von April bis Oktober ein schönes Cabrio zum Beispiel fahren, dann steht das Auto bis Oktober, bis Ende März dann irgendwo in der Garage und die Batterie geht runter. Und wenn sie starten wollen, stehen sie da, müssen erstmal einen Hänger besorgen, Riesenaufwand, lassen sie es bleiben. Wir kommen zum weiteren Artikel, der absolut fantastisch ist. Ja, du hast gerade das Thema Starten angesprochen. Ja, ne? Ganz genau. Denn ich sag mal, es gibt natürlich viele Leute, die sich im Vorfeld vielleicht nicht unbedingt gerade jetzt für den Winter mit solchen Highlights eingedeckt haben. Gerade auch dieses Solarpanel ist flammneu bei uns im Programm. Dann ist so eine Batterie mitunter auch schon mal leer. Was braucht man? Das berühmte Überbrückungskabel. Entweder hat es der Nachbar oder im schlimmsten Fall musste man Taxifahrer von mir aus mit einem Überbrückungskabel oder eben den Automobilclub anrufen. Das ist alles zeitintensiv, das kostet alles Geld und bis man bei diesem Schmuddelwetter da draußen die Motorhaube aufhat, da siehst du aus wie ein Schlumpf. Da hast du den Matsch bis in die Ohren rein. Hier musst du tatsächlich zum Überbrücken der Autobatterie noch nicht mal mehr die Motorhaube aufmachen. Wie genial ist das denn, Kathi, hier? Das ist Spitzenklasse. Ist super. Vor allem, ich wüsste überhaupt nicht, in welcher Reihenfolge ich das jetzt irgendwie anbringen sollte. Also ja, gerade man macht die Motorhaube auf, bei den meisten Autos findet man die Batterie gar nicht mehr. Deine Frau fährt auch ein Smart, ne? Ja. Da ist es ja super schwierig, auch, die Batterie zu finden. Und man weiß immer gar nicht vorne, hinten, unterm Sitz, sonst wo die überall versteckt ist. Und dann mit den Klemmen, welche Klemme kommt denn woran und so weiter. Dann das Auto daneben, welches Auto muss zuerst gestartet werden. Und wenn man im Internet mal recherchiert, dann steht das immer, dass es gefährlich bei manchen Autos, wenn man das mit so ganz normalem herkömmlichen Startkabel überbrückt, da darf man das gar nicht mehr bei den neueren Autos. Da steht, die würden dann kaputt gehen. Also wüsste ich überhaupt nicht, wie ich das mache. Ja, na klar, die explodieren dann direkt. Ne? Das ist die Weisheit des Internets, des World Wide Webs. Also bin ich immer vorsichtig, wenn da solche wilden Informationen draufstehen. Aber es ist eben so, und wenn man da nicht wirklich sicher ist, wenn man einfach etwas unsicher ist, dann traut man sich nicht wirklich und bis dann das Auto wieder einigermaßen fährt, bis der Gatte abends zu Hause ist und so weiter. Sie kennen
erkennen das ganze Tamtam. Zwei Stecker haben sie. Und diese Steckerform, die haben sie schon mal gesehen. Das ist die gleiche Steckerform, die wir Ihnen gerade auch schon mal gezeigt haben. Die passt nämlich hier in den 12-Volt-Zigarettenanzünder in die passende Steckdose in Ihrem Fahrzeug. Und jetzt machen Sie Folgendes. Sie können sich nicht vertun. Egal, was im Internet steht, egal, wie viel Panikmache damit unter schon mal zu Papier gebracht wird, virtuell. Hier steht sogar drauf, welche Batterie damit versorgt werden muss. Das heißt, hier steht Dead Battery, also die Batterie, die leer ist. Das ist der Stecker, also der in den 12-Volt-Zigarettenanzünder des Fahrzeugs reingepackt wird, wo die Batterie leer gelaufen ist. Und der zweite Stecker, wo Good Battery draufsteht, der kommt ganz einfach in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs, das Ihnen bei der Überbrückung der Autobatterie behilflich ist. Das Schöne ist, das Kabel ist schön lang. Wir reden hier von einer Länge von, lass mich kurz gucken, 4 Meter sind es, ganz genau, 4 Meter. Das heißt, du kannst also 2 PKWs locker nebeneinander stellen und selbst 2 SUVs, 2 Sprinter oder was, die kannst du locker nebeneinander parken, das Kabel ist lang genug. Und dann überbrückst du ganz einfach von Zigarettenanzünder zu Zigarettenanzünder und musst noch nicht mal meine Motorhaube aufmachen. Das ist doch super, oder? Ja, klar. Geht es komfortabler? Ich denke nicht, oder? Wahnsinn, also absolut genial. 9,41 Euro, das ist auch ein fantastischer Preis. Für normales Startkabel zahlst du dann irgendwie auch deine 29,90. Hier zahlst du einmal 9,41 Euro und schon kann es losgehen. Das ist auch immer gut. Man weiß ja nicht, wann es passiert. Ne? Man hofft ja immer, dass man das Auto nicht irgendwie starten muss. Aber du weißt, wie es ist. Dann kommt der dumme Moment, wo du echt knapp an der Zeit bist. Wo du richtig, weißt du, zeitlich unter Druck schon stehst. Dann ist alles gefroren. Dann ist, keine Ahnung, die Kinder, die rumnörgeln. Und genau dann in dem Augenblick, dann kriegst du das Auto nicht an. Es ist immer so. Und da soll man noch die Ruhe bewahren, oder? Da soll man noch cool bleiben dabei. Ja, klasse. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie das aussieht, was Sie tun müssen, um Ihre Autobatterie zu überbrücken. Passen Sie auf, ich muss noch nicht mal aufstehen. Zack. Jetzt bitte noch 10 Minuten, 15 Minuten warten, bis die Grundstromversorgung gegeben ist. Dann drehen Sie nur noch an diesem Zündschlüssel und das Auto springt wieder an. Ich bin nicht einmal aufgestanden, ich bin nicht einmal raus in den Regen oder in den Schnee gekommen und von Kälte habe ich auch nichts mitgekriegt. Das ist Spitzenklasse und auch unsere Kunden sehen das genauso. Die Hilda aus Rostock hat uns geschrieben, die Anwendung ist wirklich kinderleicht. Nach kürzester Zeit hatte ich genügend Batterieladung, um den Motor anspringen zu lassen. Wirklich sehr zu empfehlen. Vielen Dank für diese nette Kundenmeinung, das sehe ich genauso. Also besser geht es, glaube ich, gar nicht. Und bei 9,41 Euro, da kann man das mal im Handschuhfach liegen haben. Wenn es dann zum Fall der Fälle kommt, sind Sie schlau. Dann haben Sie schlau gehandelt, Sie sind gewappnet. Sie können direkt loslegen und das Auto dann überbrücken. Also das ist dann clever. Das ist für den Winter gerüstet sein. Jetzt fallen Ihnen die ganzen Situationen ein, wo Sie bei Wind und Wetter irgendwo an der Schnellstraße standen, durchnässt und eisig kalt, fluchend wie ein Wiener Droschkenkutscher und 3 Stunden ist keiner vorbeigefahren, der so ein blödes Überbrückungskabel im Kofferraum hatte. Oder was haben Sie gemacht? Haben einen Automobilclub angerufen. Ja, bei der Witterung dauert das ungefähr 4 Stunden. Das heißt, Sie konnten sich nochmal entspannt zurücklehnen und der Tag war gelaufen, oder? So ein Kabel jetzt hier, keine 10 Euro, 9,41 Euro kostet der ganze Spaß. Das haben Sie mal eben im Handschuhfach, das haben Sie mal eben im Kofferraum. Gerade bei älteren Fahrzeugen ist das durchaus sinnvoll, sowas, so einen Artikel immer mal dabei zu haben. Und wenn was passiert, muss ein einziges Fahrzeug anhalten oder Sie können von mir aus auch mal Nachbarn fragen oder was und müssen noch nicht mal die Motorhaube aufmachen. Und innerhalb von 10, 15 Minuten haben Sie ganz komfortabel von einem Stecker zum anderen hier, von einem Fahrzeuginnenraum zum anderen die Autobatterie wieder startklar gemacht. Mit der Bestellnummer NX3004 und der 569 können Sie jetzt bestellen. 9,41 Euro ist Ihr Preis für unser tolles Kfz-Starter-Kit für den Zigarettenanzünder. 4 Meter Kabel, so einfach geht es jetzt zu überbrücken. Ja. Und Sie haben immer gesehen, wir haben jetzt immer ganz viele Sachen gehabt, die wir am Zigarettenanzünder angeschlossen haben. Ihre Sitzheizung, dann noch das Starterkit zum Beispiel, den Batterietester. Es gibt noch viele andere Sachen, manchmal auch noch einen Verteiler auf USB-Steckplätze. Und da haben wir ein ganz tolles Gerät für Sie, das aus Ihrem einen Zigarettenanzünder quasi mehrere Steckplätze macht. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Sollte jeder haben. Und das zeigen wir Ihnen jetzt selbstverständlich. So, jetzt haben wir die klassische Situation. Du möchtest irgendwo in Urlaub fahren, bist irgendwo unterwegs. Und jetzt haben Sie 3 dieser Stecker in der Hand. Und jetzt gehen Sie fröhlich pfeifend in Ihr Fahrzeug und stellen fest, da ist aber nur eine Steckdose. Das heißt, ja, Ippchen, Dippchen, Silberknippchen, Ippchen, Dippchen, Daus. Jetzt müssen Sie abzählen, welches Gerät denn als erstes mal mit Energie versorgt wird. Nein. Jetzt gehen Sie ganz einfach hin und schnappen sich diesen, ich habe abgezählt. Das war ein Abzählreim, liebe Kollegen. Falls ihr euch fragt, was das gerade gewesen ist. Noch nie gehört. Nein. Ippchen, Dippchen, Silberknippchen, Ippchen, Dippchen, Daus. Habt ihr noch nie gehört?
Ich habe die Kollegen, glaube ich, gerade über die komischen Gewohnheiten der Rheinländer informiert. Der ein oder andere von Ihnen wird es vielleicht kennen. Zurück zu unserem Artikel. Wir machen jetzt aus einem 12-Volt-Zigarettenanzünder, also aus einer Steckdose, ganz einfach drei Steckdosen. Das ist noch lange nicht alles, denn wenn wir uns hier mal den Stecker anschauen, da finden wir sogar noch einen USB-Steckplatz mit 2 Volt Ladestrom. Das heißt also auch mal ein Smartphone oder ein Tablet können Sie hier locker mit Energie versorgen. Das heißt, aus einem einzigen Stecker haben Sie jetzt in der Summe 4 Steckplätze gemacht. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, was das ausmachen kann. Das ist Spitzenklasse. Ich packe mir jetzt hier mal den 12-Volt-Zigarettenanzünder mit dem entsprechenden Anschluss voll einmal rein. Und ich habe auch ein schönes, langes Kabel. Das hat knapp 70 cm Länge, ist also voll flexibel. Das heißt, man kann es also auch sehr schön positionieren. Kannst du auch irgendwo ankleben, ne? Da ist ein Kleber mit drauf. Da ist auch ein Kleber mit dabei. Könntest du hier beispielsweise an der Seite auch platzieren, ja, damit toll. Sie nicht durchs Auto fliegt. Das sieht ja dann noch ordentlich aus. Das sieht manierlich aus und ist natürlich auch ein Maß an Sicherheit. Wenn da sowas in den Fußraum fällt, ist das nicht gerade produktiv. So, jetzt habe ich hier den Stecker für die Dashcam. Zack, ist die mit Energie versorgt. Jetzt packe ich mir hier an die Seite noch den Kfz-Batterietester ganz einfach dran. Wups. Ja, hast du auch die Sitzauflage mit angeschlossen? Oh, nicht, Moment. Dass ich einen kalten Popo kriege, Die habe ich gar nicht mehr hier drin, da hast du recht. Ja, und jetzt packe ich von mir jetzt noch den dritten Stecker mit dazu. Das ist das Überbrückungskabel. Eine heiße Kombination, keine Frage. Ja, würde man so wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Aber Sie haben gesehen, dass hier locker also der Platz für drei verschiedene 12-Volt- oder 24-Volt-Stecker gegeben ist. Und hier haben wir sogar noch einen vierten Platz frei. Das heißt, der USB-Steckplatz, wenn Sie jetzt auch noch Ihr Smartphone oder Ihr Tablet mit Energie versorgen möchten, ist das auch ohne weiteres möglich. Oder auch andere USB Ladegeräte, die man damit Energie versorgen möchte. Also aus einer Steckdose haben wir eben 4 gemacht und das kostet keine 10 Euro bei uns. Nee, 9,41 Euro heute hier bei uns. Ein Muss für Sie zu Hause. Deshalb jetzt direkt ans Telefon. Die 0180 51 51 dreimal die 2 gewählt und dann hier ganz schnell mit der PX 49 59 und der 569 unseren tollen Vierfach Kfz-Verteiler bestellt mit dreifach 12 bzw. 24 Volt Buchse und dann zusätzlich noch der USB-Steckplatz, damit Sie alles laden können, was Sie laden möchten in Ihrem Auto. Ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Deshalb 9,41 Euro zugreifen. Das ist ein Muss. Das gehört in jedes Handschuhfach, damit Sie eben mal einstecken können. Auch wenn Sie in den Urlaub fahren, gebe ich Ihnen das als kleinen Tipp für Ihren Leihwagen. Weil da hat man immer dann vielleicht noch ein Navi mit dabei oder auch mehrere Dinge, dann, die man anschließen möchte. Handy-Ladegerät, deshalb da ist das auch ein Muss. Ja. Automobilkamera und Smartphone, da geht das Rennen doch schon los. Da brauchst du 2 Stecker, hast aber nur einen. Und da sind wir schon hier im Rennen mit so einer Adapterlösung. Übrigens, wir haben auch die Adapterlösung aus einem 12-Volt-Stecker. Mach von mir aus 2 oder 4 USB-Ladeplätze. Auch da sind wir bestens auf. Aufgestellt. Wenn Sie da noch mal andere Adapterlösungen suchen, fahren Sie da ruhig noch mal bei den Kollegen im Service Center. Das sind so diese Kleinigkeiten, das sind diese Pfennigsartikel, hat man früher gesagt, die man gar nicht wirklich auf dem Zettel hat. Aber wenn die Situation dann da ist, stellt man dann fest, wie wichtig so ein blöder, dämlicher Adapter sein kann. Wenn Sie den nämlich in dem Moment hätten, wären alle Sorgen passé und Sie könnten ganz entspannt wieder weiterfahren. Denken Sie rechtzeitig drüber nach und legen Sie sowas gerne auch mal Ihrem Gatten oder Ihrem Sohnemann, der gerade frisch mit dem alten Auto unterwegs ist, vielleicht gerade einen Führerschein gemacht, ganz einfach mal unter den Weihnachtsbaum. Das sind nützliche Artikel, die also auch nicht allzu viel kosten, die qualitativ super sind und die einfach Sinn machen. Ja, das sind tolle Geschenke, die man auch richtig gebrauchen kann. Was haben wir denn als nächstes? Momentan auf jeden Fall richtig Sinn macht. Das ist dieser Eiskratzer, denn der ist ein Muss. Wie die Autos momentan einfrieren, ist es richtig kalt geworden. Was gibt es da Besseres als einen Eiskratzer? Der ist Pflicht und davon müssen Sie am besten gleich mehrere bestellen. Denn Eiskratzer verschwinden scheinbar auch immer irgendwie. Kennst du das? Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen, übertrieben jetzt, wie viele Dutzende Eiskratzer ich schon in meinem Auto hatte. Von der Sparkasse, von der Raiffeisenbank, von einem Fußballverein oder sowas. Also es ist ständig irgendwas anderes. Und komischerweise, immer dann, wenn ich sie brauche, ist kein Teil mehr zu sehen. Ist wie eine Parkscheibe. Ist bei mir aber auch so. Aber es ist faszinierend. Also die Dinger, die verschwinden. Und ich hatte so einen. Im letzten Jahr habe ich mir genau diesen gekauft, weil ich den so faszinierend fand. Mit diesen zwei unterschiedlichen Klingen oben. Ja. Und dann dieser tolle Schaumstoffgriff. Und der ist so schön lang. Das hat mich hier überzeugt. Diese Länge, weißt du, das verlängert den Arm noch so schön und du kommst bis an die Mitte von der Scheibe gut ran. Das hat hier mich wirklich überzeugt. Den habe ich mir besorgt. Jetzt ist er wieder weg. Ich hatte keinen mehr. Gestern Abend, mein Auto war komplett eingefroren, als ich hier aus dem Sender kam und mein Eiskratzer war nicht da. Ich hab die Krise bekommen. Wer hat den schon wieder aus meinem Auto genommen? Ich habe eine Vermutung, frag mal deine Brüder. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist bestimmt im Auto von meinem Bruder. Der hat bestimmt ganz entspannt geschrubbt da seine Scheibe. 2,76 Euro.
Sipsi bestellt im lieben Groß, der kleine Klaus hat einen Igel in der Tasche gehabt. Also das ist nun wirklich kein Geld für so einen nützlichen Artikel jetzt hier. Also der hat zwei Lippen und das ist ganz besonders praktisch, weil der zum einen hier diese tolle Kupferklinge hat. Diese Kupferlippe, Klinge ist ein bisschen martialisch, passt nicht so wirklich. Und die sorgt ganz einfach dafür, dass hier aufgrund der Materialbeschaffenheit des Metalls, Kupfer ist ein sehr weiches Metall, keine Kratzer auf der Windschutzscheibe entstehen können. Denn ein Kratzer auf der Windschutzscheibe kann fatal sein. Gerade jetzt im Winter, da kommen Ihnen die Autos dann also auch mit den Xenon-Scheinwerfern entgegen. Und wenn die Scheibe verkratzt ist, sehen Sie gar nichts mehr. Das ist wie ein Blitzlichtgewitter in Ihren Augen. Dann lieber vernünftig dafür Sorge tragen, dass die Scheibe eben nicht verkratzt, dass Sie also auch viele Jahre eine vernünftige Durchsicht durch die Frontscheibe haben. Das ist lebenswichtig, wenn Sie mich persönlich fragen. Die Gummilippe auf der anderen Seite ist natürlich auch super, um auch mal Schnee hier von so einem Rückspiegel wegzumachen, mal vom Dach runter. Denn bitte denken Sie dran, Sie sollten nicht nur freie Sicht haben, sorgen Sie dafür, dass also auch hier auf der Motorhaube, dass natürlich auch auf dem Dach der Schnee ganz einfach entfernt wird. Denn grundsätzlich, wenn Sie fahren, ab 40, 50 Stundenkilometer wird durch den Fahrtwind der Schnee nach hinten weggepustet und der hinter Ihnen fährt, kriegt das alles volles Programm auf die Windschutzscheibe vorne, auf die Schnute drauf und sieht nichts mehr. Und da sind auch schon wilde Unfälle entstanden. Aber das sieht fantastisch aus. Vor allem, stell mal vor, du hast dich jetzt schick gemacht, bist auf dem Weg ins Büro und hängst jetzt hier in voller Montur einmal quer über dem klatschnassen Auto. Danach gehst du wieder rein und musst dich erstmal umziehen. Dann hat man sich so schön vollgesaut. Ne? Hier ist das überhaupt nicht möglich, weil man hier so eine schöne, lange Reichweite hat. Und du hast gerade gesagt, 2,76 Euro. Das ist so ein fantastischer Preis. Da bestelle ich auch gleich mal 2, 3. Hab die zu Hause, kann in jedes Auto noch mal einen reinlegen, damit ich auch immer einen zur Hand habe. Ne? Das sind so Basics. Du brauchst eine Parkscheibe, du brauchst einen Eiskratzer, am besten noch eine Adapterlösung für den Stecker. Das sind so diese Kleinigkeiten. Ich habe gerade schon gesagt, wenn du morgen früh zum Auto runtergehst und feststellst, die Scheibe ist verfroren, dann fällt dir diese Sendung jetzt ein. Das heißt, hätte ich doch mal 2 Tage früher drüber nachgedacht, da hätte ich jetzt den Ärger nicht, wäre ich in 2 Minuten startbereit. Ja? Also es macht ganz einfach Sinn, rechtzeitig drüber nachzudenken. Und durch die Länge ist das natürlich Spitzenklasse. Man kann eben auch mal locker, ohne dass man gleich aussieht wie ein Schlumpf und klatschnass ist, hier auch mal den Schnee vom Dachhimmel entfernen. Das kann ich sogar von dieser Seite aus machen. Guck mal, ich komme schon fast bis auf die andere Seite des Autos. Ja, ist echt super von der Reichweite. Also perfekt. Klasse gemacht. Wenn man jetzt aber überhaupt keine Lust hat zu kratzen, wenn Sie sagen, nee, die Vorderscheibe, klar, Seitenscheiben und so weiter muss man immer kratzen. Die kann man ja nicht irgendwie schützen, aber vorne. Die große Frontscheibe, die möchten Sie nicht kratzen, dann empfehle ich Ihnen dieses tolle Produkt. Tada! Da kommt es aus dem Beutelchen und das ist so clever. Das müssen wir jetzt hier einmal rüber machen. Ja. Es geht so einfach und es ist so toll. Das kann man übrigens auch alleine machen. Ja, wir zeigen Sie nur gerade zu zweit. Das ist gerade etwas komfortabler jetzt hier. Schupp. Aber das Schöne ist, diese Folie, die ist riesig. Das heißt, hier für so ein klassischen Kleinwagen, wie jetzt hier so ein, was ist das, ein 2,6er oder was? Ja? Wunderbar, Golf, Polo, so die ganze Mittelklasse-Geschichte. Aber eben auch mal die etwas größeren Fahrzeuge. Auch mal ein 5er BMW oder auch mal ein X5 von BMW mit diesen SUVs, mit diesen großen Scheiben. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr Fläche. Und das hat diese Folie selbstverständlich. Ich muss gerade noch mal nach dem Maß schauen. Wir reden von 1,20 mal 1,55, ganz genau. Ja. Da vorne bei dir ist noch so eine kleine Delle. Da musst du die Magneten noch mal richtig setzen. Genau. Hast du gerade Magnet gesagt? Ja. Das ist ja eine coole Geschichte. Deswegen hält das so gut hier, oder was? Ich wollte gerade sagen, schau mal hier, wie toll das aussieht hier vorne. Wow. Das sieht man hier sehr, sehr gut, weil da diese kleinen Magneten drin sind. Ja. Da kann man die richtig schön so straff auch ziehen auf der Scheibe. Das ist eine richtig coole Geschichte. Vor allen Dingen verkratzt du den Lack nicht damit. Hier sind diese Kunstleder-Ecken mit dabei. Und genau da sind diese Magnete eingelassen. Sekunde, ich spanne mal etwas, da kann man den sogar erkennen. Siehst du? Guck mal hier, da ist er. Ja. Aber eben, damit du eben nicht Metall auf Metall drauflegen musst, ist das nochmal ordentlich geschützt. Das heißt, der Lack verkratzt nicht. Und jetzt kann es schneien, jetzt kann es stürmen, jetzt kann es winden, von mir aus bis Windstärke 7 oder was, wo man sich selber schon kaum noch auf den Füßen halten kann. Diese Scheibe bleibt definitiv genau an der Stelle, wo sie hingehört. Und man kann sogar noch ein Stück weit weitergehen. Das sehen wir jetzt hier gleich im Zuspieler, zeigen wir ihn aber gleich auch noch mal im Studio. Denn diese Matte hat ja auch noch diese Folie hat ja auch noch diese beiden Öhrchen an der Seite. Ne? Und da sieht man es jetzt, da werden die Türen aufgemacht. Hier, zack. Einmal auf der Fahrerseite, einmal auf der Beifahrerseite, hat natürlich 2 verschiedene Gründe. Zum einen ist jetzt nicht nur durch die Magneten, sondern auch durch das Einspannen quasi dieser dünnen Folie in den Fahrzeuginnenraum definitiv die Gefahr gebannt, dass das eventuell vom Wind weggeweht werden könnte. Und selbstverständlich sehen Ihre Nachbarn das auch, dass sie morgens ganz entspannt mit dem Liedchen pfeifen, in die Auto einsteigen und lossteigen und eben nicht erstmal 10 Minuten die Scheibe freikratzen. Wenn die so natürlich fixiert ist, kann die Ihnen auch keiner klauen, denn sowas zerreißt keiner oder
warst, da wird man wahrscheinlich sagen, ja gut, vielleicht kommt der Kollege dann doch lieber mal fragen und sagt, wo hast du die Folie denn her, da möchte ich auch eine von haben. Ne? Guck mal hier, wie einfach das funktioniert, einfach reinlegen, mehr müssen sie gar nicht machen, die Tür zu und fertig. Ja? Also ich glaube, das kriegen sie hin, das ist ohne weiteres zumutbar und das eben mal bei 1,20 mal 1,55, Sie sehen, wie viel Platz noch da ist. Übrigens auch hier, ja, guck mal da mal kurz drunter, wir reden hier von dem Bereich der Scheibenwischer, hier haben wir also auch diese Spritzdüsen und alles, hier sind die ganzen Lufteinlässe, also auch für das Gebläse im Fahrzeuginneren, da setzt sich natürlich auch ganz gerne mal Schmutz rein, da setzt sich ganz gerne mal Staub rein oder eben auch Feuchtigkeit und dann hat man das natürlich dann auch im Fahrzeug und deswegen beschlagen die Scheiben. Ganz einfach hier auch gerne mal über die Lüftungsstütze drüber setzen, das pappt fantastisch, allein durch diese Magneten jetzt hier, durch die Öhrchen im Fahrzeuginneren auch noch und am nächsten Morgen gehst du ganz einfach hin, nimmst die Matte wieder runter jetzt hier, musst auch keine Angst haben, dass irgendwas verkratzt. So. Und schon ist die Scheibe wieder frei. Einsteigen, Zündschlüssel drehen und schon geht die wilde Reise weiter. So einfach kann das sein, ne? Vor allem auch super schnell verstaut. Sie sehen das jetzt, wie schnell ich das jetzt hier zusammengepackt habe. Und dann haben Sie hier dieses tolle kleine Tütchen wieder, um das einzupacken, damit in Ihrem Auto auch nichts vollgesaut wird. Ne? Das ist ja auch mal ganz wichtig. Man möchte ja nicht das Nasse dann irgendwo im Fahrzeug haben. Deshalb einfach hier wieder in das kleine Beutelchen hinein. Und dann können Sie es in den Kofferraum oder auch Beifahrersitz schmeißen, haben es dann direkt mit dabei. Ich finde es einfach eine super praktische Geschichte. Gerade wenn diese Folien so nass sind, da liegt vielleicht noch ein bisschen Schnee drauf oder was. Klar schüttelst du die aus, aber so eine Restfeuchte bleibt einfach drin. Ja, da ist das so besser. Da haben wir jetzt hier so dieses kleine Säckchen mit dabei. Reduziert quasi die Größe der Matte auf die Größe eines ganz normalen Waschlappens. Jetzt kannst du das ohne weiteres auch mal auf die hellen Polster legen, ohne dass du gleich die Stockflecken drauf hast. Für 9,41 Euro in dieser Qualität eine klare Ansage. Finde ich fantastisch. Ganz schnell diese zugreifen Folie. Mit der NC5199 und der 569. Unglaublich beliebt bei uns, unsere tolle Anti-Eis-Folie hier mit dem tollen Magneten, mit den kleinen Flügelchen, damit Sie nie wieder Ihre Vorderscheibe kratzen müssen. Und das ist einfach ein Muss, wenn wir jetzt bedenken, wie lange man damit braucht. Also wenn ich überlege, ich kratze morgens und ich kratze abends nochmal. Also unglaublich, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und wenn wir schon bei der Scheibe sind, gehen wir jetzt auch mal nach innen an Ihre Scheibe. Denn gerade wenn man im Auto sitzt, wir hatten vorhin die Lüftung auch kurz angesprochen, da wird sehr viel Feuchtigkeit reintransportiert. Und dann merkt man sehr schnell, die Scheibe ist auch von innen sehr, sehr dreckig. Da sammelt sich viel Staub, viel Schmutz, auch Feuchtigkeit an. Und wenn man dann gerade bei diesen schlechten Sichtverhältnissen vielleicht noch mit ein bisschen Gegenlicht, Schneegestöber fährt, kann man sehr schlecht sehen und es kommt zu Unfällen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie Ihre Scheibe auch von innen sauber machen. Und da haben wir unser Windschutzscheibenwunder für Sie und das zeigen wir Ihnen jetzt. Der Carsten hat sich hier schon gemütlich gemacht. Ich husche auch mal mit rein. Das ist der absolute, warte, ich mache dir Platz hier. Das ist der absolute Knaller, liebe Zuschauer. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ja mittlerweile über 3 Jahren hier bei Pöll TV und das war der erste Artikel, den ich mir damals aus einer meiner ersten Sendungen mitgenommen habe. Ich habe das Ding gesehen und habe mir gesagt, das gibt's doch gar nicht. So einfach von der Grundidee und so unglaublich praktisch. Kennen Sie das, wenn Sie die Scheibe versuchen, sauber zu machen und dann hier vorne, da wo die Lüftungsschlitze sitzen, mit den Fingern da versuchen, in die Ritze reinzukommen. Ich habe mir da schon die Fingernägel gequetscht, das hat richtig wehgetan. Hier gehen Sie ganz einfach hin, haben diesen verlängerten Griff, das sind fast 40 cm in der Länge, sehr komfortabel zu greifen durch dieses Knickelement. Hier vorne haben wir das Gelenk mit dabei, das macht das Ganze sehr flexibel. Und jetzt können Sie ganz einfach hingehen, so wie Kathi Ihnen das gerade zeigt. Wenn Sie möchten, gerne vorher mit der kleinen Pumpflasche noch ein bisschen Reiniger oder was drauf sprühen, je nach Grad der Verschmutzung, geht auch komplett ohne. Ja, kann man also auch ohne weiteres so machen. Und jetzt kommst du doch wirklich überall dorthin, wo du mit den Fingern normalerweise keine Chance hättest. Vor allem ohne Probleme. Schau mal, wie leicht das geht. Ja, also sehr, sehr einfach. Bis hier unten, bis in den Knick, wo man sonst gar nicht hinkommen würde. Ich kann es auch drehen, wenn ich möchte, wenn ich ein bisschen mehr Fläche brauche. Schauen Sie, bis da ganz unten runter. Sehen Sie das? Da ist sogar schon dieses Schwarze, dieses Lackierte. Und ich komme da trotzdem schön drunter. Da, wo immer die ganzen Staubflocken sitzen, kann ich jetzt hier mal alles schön sauber machen. So. Da erwischen wir Sie gerade auf dem falschen Fuß, oder? Ich möchte wetten, das ist ein Bereich Ihrer Windschutzscheibe, den haben Sie noch nie ausgereinigt, weil Sie das Windschutzscheibenwunder nicht hatten. Ne? Mhm. Oder? Da kommst du so nicht dran. Da versuchst du mal mit der Ecke vom T-Shirt, von irgendeinem Lappen oder was, da irgendwie durchzugehen. Richtig sauber ist das nie wirklich geworden. Dafür brauchst du ganz einfach so eine zündende Idee, die jemand hatte, und das ist allein aufgrund der Artikelnummer schon erkennbar. Ein Artikel, den wir, glaube ich, schon seit 20 Jahren im Programm haben. Ein Evergreen, der wird jedes Jahr mehrere tausende Male bestellt, weil er einfach nur fantastisch ist. Pumpflächen ist mit dabei, 30 Milliliter Reinigungsflüssigkeit sind drin. Können Sie auch ganz einfach mal einen Tropfen Spüli oder was mit da reinpacken. Von mir ist auch Glasreiniger oder was, wenn Sie es unbedingt wollen. Und dann haben Sie die immer mal im Auto. Und gerade jetzt im Winter, ja, wenn so eine Scheibe mal beschlägt, wenn da Menschen und vielleicht auch Tiere im Fahrzeug sind, geht das mal recht schnell, hast du so eine Scheibe damit
geht mal eben ruckizucki sauber und dann blendet es auch nicht mehr. Fahrsicherheit ist gerade jetzt im Winter oberstes Gebot. Ja, da sprichst du was an. Weil auch bei, wenn du so geblendet wirst, wenn die Sonne untergeht, dann vielleicht noch ein bisschen Schneefall. Ja. Das ist so eine Sache. Dann wird es richtig kritisch und dann muss man einfach eine saubere Scheibe haben. Also den auch, den würde ich immer im Auto liegen haben, um dann direkt nochmal mit der Flüssigkeit nachzusprühen. Vielleicht kann man ja auch hier so drauf machen, dann einfach, wenn man merkt, oh, es beschlägt ein bisschen. Ich merke, da ist eine Unklarheit in meinem Blickfeld, dass ich dann direkt hier nochmal losschruppen kann, schnell, um das direkt auszubessern. Das ist Spitzenklasse. Übrigens nicht nur für die Frontscheibe, ich zeige Ihnen mal ein bisschen was. Nicht erschrecken, liebe Kollegen, muss mal raus aus dem Fahrzeug. Weiß noch nicht genau, wo ich hin möchte, aber ihr werdet es gleich mitkriegen, Augenblick. Ich nutze den nämlich nicht nur für den Fahrzeuginnenraum, ich habe einen Kombi. Weiß nicht, wie lang das Ding ist, 3,5, 4 Meter oder was, das ist ein ewig langes Schiff. Und da habe ich nämlich gerade im hinteren Bereich, habe ich diese kleinen Fensterscheiben. Da kommt man so mit dem normalen Lappen gar nicht rein, es sei denn, man legt sich irgendwie einmal komplett der Länge nach in das Fahrzeug mit hinein. Mit diesem Windschutzscheibenwunder komme ich da mühelos selbst an die kleinsten, an die hintersten Winkel in meinen, meinen Fahrzeugbereich rein. Und das ist Spitzenklasse. Zeige ich Ihnen gleich nochmal eben, wenn wir im Studio sind. Pass mal auf, gerade auch hier. Ja. Jetzt gucken Sie mal hier, den Innenbereich dieser Scheibe. Ich müsste normalerweise von innen den Sitz nach vorne, hinten reinkrabbeln und dann als Erwachsener irgendwie ganz klein versuchen, die Scheibe auszureinigen. Ich bleibe stehen, ganz komfortabel. Ich tue mir sogar noch die Hand in die Hosentasche. Ich guck mal hier, zack. Jetzt kann ich so ganz einfach die Scheibe ausreinigen. Wenn ich so nicht zurechtkomme, drehe ich es ganz einfach, wenn ich das möchte, auch so von mir aus. Durch das Gelenk ist das alles ausgesprochen flexibel. Und so kriege ich auch mal die kleinen Scheiben im Hintergrund ausgereinigt. Übrigens auch mal hier die Frontscheibe hier vorne. Ja? So putze ich ihr Auto, habt ihr das noch nie gesehen? Ja? Übrigens auch hier. Glaubst du, ich mache da mehr Aufwand als zwingend nötig? Guck mal hier, auch hier kannst du locker hingehen. Aber lustig jetzt, ne? Guck mal, ich berühre noch nicht. Ich habe was Schönes noch für dich. Was ist das? Achso, unsere tollen Riefendoktoren. Möchtest du die mal zeigen? Ah, Entschuldigung, ich habe mir das Kabel raus. Ich höre die Regie nicht mehr. Ich habe mir das Kabel rausgezogen. Ich denke, was lachen die alle so? Entschuldigung, war keine böse Absicht. Ich guck mal, ob ich es auf die Schnelle wieder reinkriege. Moment. Kein Problem. Denn wir haben noch was, um ihre Scheibenwischer auszubessern. Und zwar unseren kleinen 3-in-1 Riefendoktor. Sie merken es immer, wenn die Wischblätter dann nicht mehr so richtig hin und her gehen, wenn das so richtig schön schmierig wird, ne? Sie kennen das wahrscheinlich, dann hilft Ihnen dieser gute kleine Freund hier. Denn da ist auf der einen Seite wie so eine Art Schmirgelpapier angebracht und auf der anderen Seite ein etwas raueres, eine rauere Oberfläche. Das sieht man hier sehr gut. Das benutzen Sie, um die Wischerblätter erstmal von zum Beispiel Blättern, von groben Schmutz, der da dran ist, vielleicht auch Eis, wenn die eingeeist sind, zu entfernen. Und mit dieser Seite, da können Sie die Wischerblätter dann quasi abziehen, abschmirgeln, sodass sie wieder fast wie neu werden. Und wenn Sie schon mal Wischerblätter gekauft haben, dann werden Sie wissen, das ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Wenn man dann ein paar Wischerblätter für vorne kauft, da ist man gleich ein kleines Vermögen los. Hier überleben die noch mal eine Saison mit diesem kleinen, tollen Ding. Oder auch zwei. Ich habe meine mittlerweile jetzt also auch, stimmt gar nicht, ich hab jetzt dann doch mal neue gekauft, knapp 60 Euro nur für die Frontwischer. Und ich müsste auch hinten eigentlich mal austauschen, wobei ich es also doch lieber mal mit dem Riefenentferner ausprobieren würde. Das Schöne ist, dass Sie eben zwei Möglichkeiten haben. Sie haben zum einen diese etwas rauere Fläche, wie so ein Schmirgelpapier. Ja? Ich habe gar nicht zugehört, ich war gerade mit meiner Technik beschäftigt. Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber hast du das mit dem Speaker gezeigt? Nee, mit dem Speaker habe ich nicht gezeigt. Dann zeige ich Ihnen das jetzt. Pass auf. wie man komplett rauskommt, wenn man auf einmal die Regie nicht mehr hört. Faszinierend. Sie kennen diese Spritzdüsen hier. Das sind ganz feine Gebilde. Und wenn sich da mal was reinsetzt oder wenn da mal so eine Restfeuchtigkeit drin ist, dann sind die schnell mal verstopft und dann können sie ziehen, so viel wie sie wollen, dann kommt kein Wasser mehr raus. Jetzt haben Sie hier diesen kleinen Speaker und der ist auch hervorragend in das Teil integriert. Ganz einfach rausdrücken. Und jetzt kann ich hier ganz einfach, Moment, ich muss mal gucken, da ist die Düse, da haben wir, ja, so hier ganz einfach wieder kurz rein und kann die Düse wieder frei machen. Jetzt könnte ich ohne weiteres wieder am Hebel ziehen und dann kommt das Spritzwasser auch wieder raus. Kleiner Tipp noch, habe ich gestern auch noch gemacht, denken Sie an den Frostschutz speziell im Spritzwasser. Also eine ganz tolle Geschichte, ja. Drei Lösungen in einem und das in so einem kleinen Artikel für 4,66 Euro. Ja, 4,66 Euro, da sollte man auf jeden Fall zugreifen, weil man macht seine Scheibenwischer wirklich länger haltbar und man spart extra nochmal, man kann diesen Moment
Moment, bis man neue Scheibenwischer kaufen muss, hinauszögern. Und man merkt es ja, manchmal passiert es ja auch, wenn man gerade im Urlaub ist oder so, dass so irgendwie, dass da Split gestreut worden ist oder sowas oder auch Salz und da reagieren deine Scheibenwischer dann direkt drauf. Du hast Schlieren auf der ja, genau. Mach Geräusche. Verstehst dein eigenes Wort nicht mehr. Dann hast du den im Handschuhfach und kannst mal eben die Scheibenwischer ausbessern. Für 4,66 Euro ist das eine super Sache. Da finde ich auch, das sollte jeder zu Hause haben. Guck dir das mal an hier. Das sind so die Dinger. Wenn dir so eine Spritzdüse verstopft ist, garantiere ich dir, es ist die Seite des Fahrers, die verstopft ist. Die Beifahrerseite ist wahrscheinlich sauber und klar. Und da vorne auf der Fahrerseite kannst du nichts mehr erkennen. Da bist du froh, wenn du so ein kleines Teil hast. Und sie krabbeln durchs Auto und suchen irgendwas Spitzes, womit sie diese blöde Düse wieder frei bekommen. Machen sie wahrscheinlich noch kaputt und verstellen sie völlig. Dann haben sie jetzt hier ganz einfach diesen kleinen Spieksel, den haben sie sowieso mit dabei. Und ruckizucki ist die Düse auch wieder frei. Nochmal bitte, gerade klare Sicht ist im Winter ein ganz entscheidender Moment. Für mich fast noch entscheidender als die passende Bereifung, wobei sich das so ein Stück weit die Waage gibt. Es geht um Ihre Sicherheit. Ja. Denken Sie bitte dran. Und mit solchen Kleinigkeiten können Sie das Maß an Sicherheit deutlich hervorheben, übrigens auch für andere Teile Ihrer Familie. Mit der PX 7683 und der 569 können Sie diesen kleinen 3-in-1-Riefendoktor bestellen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie hatten viel Spaß hier bei uns. Wir hatten auf jeden Fall, Sie haben einige Produkte gesehen, damit Sie uns auf jeden Fall sicher und gut durch den Winter kommen.